Rocket Launcher. Kann ich... Was? Was hab ich getan? Nein! Her damit. Warum habe ich das Ding nicht dabei, wenn ich es nicht benutzen kann? Doch, kombinieren. Geht doch. Geht doch. Gut. Dann kann ich dich doch noch kombinieren? Nee, dafür brauche ich wirklich einen Raketenwerfer. Toll. Ja. Wie schade, dass ich momentan keinen Raketenwerfer habe. Scheiße, das gibt wahrscheinlich richtig viel Kohle, wenn ich es verkaufe. Aber... Nee, da ist die Kohle. Knapp 31.000. Ich glaube, ich brauch's nicht. Stattdessen will ich lieber die Kreatinskacke haben. Okay. Dann hat sich das. Und... Ist da noch was drin? Nein. Ist da irgendwas noch im Faxgerät? Ich guck lieber nochmal nach, Leute. Weil ich habe letztens mal wieder, wie gesagt, was verpasst. Und darüber habe ich mich aufgeregt. Und hier gibt es einen Award. Was ist das? Was ist das, worauf mein Zeiger gerade steht? Was? Okay, es ist eine Tigerpuppe. Löwenpuppe. Entschuldigung. Und die wurde gerade gegessen. Okay, jetzt gehe ich hoch. Jetzt spanne ich euch mal auf die Folter. Ich will selber wissen, was da oben ist. So, die ist bestimmt drin. Die ist bestimmt drin. Oh, ich höre eine Dusche. Der ist sie doch. Hübsche Wohnung haben sie. Yes, haus um! Ich wollte nicht! Wo ist Megan Reed? Reed? Ich weiß nicht. Hören Sie auf zu lügen, Sau. Sie haben Megan und ihr Team entführt. Ich weiß, dass sie Seraph Industries zerstören wollen. Seraph? Und ich weiß, dass sie mit diesem Schwein zusammenarbeiten, das mich sterben ließ. Also, wo ist Megan? Nein, nein, sie irren sich. Sie denken, ich stecke hinter all dem, aber das stimmt nicht. Ich bin wie sie, eine Spielfigur. Sie sind die Chefin eines Milliardenunternehmens. Und man möchte meinen, das schützt mich. Tut es aber nicht. Diese Männer, sie sind mächtiger als Harry, mächtiger als Taeyong. Gegen die bin ich ein kleines Licht. Was faseln Sie da? Seraph weiß es. Fragen Sie ihn. Er dachte, er kann seine Leute mit subdermalen GPL-Implantaten schützen. Aber diese Männer, sie kontrollieren globale Interessen. Ein Anruf bei Pikes und die Implantate waren stumm. Ich dachte mir, dass die sie schicken, um mich zu töten. Sie müssen mir helfen. Bitte. Sie sind so weit gekommen, sie können mich doch sicher beschützen. Stimmt. Es war so klar. Es war so klar. Sie werden mich doch sicher beschützen. Was Männer uns Frauen aber auch immer unterschätzen. Diese Bitch, es war so klar. Adam, okay. Was zum Teufel haben Sie getan? Im gesamten Gebäude wurde Alarm ausgelöst. Ein Panikraum. Sie hat einen beschissenen Panikraum. Naja gut, ich auch. Vergessen Sie es für den Moment. Zum Hangar, schnell. Und da haben wir es, ja. Jetzt macht das Ganze doch wieder einen Sinn. Warum liegt... okay, weil man wahrscheinlich doch in einen Kampf verwickelt wird. Gut, alarmiert ist klar. Aber ich kann erstmal hier durch. So, speichern. So, da laufen sie alle entlang. Du hast nichts gesehen. Nein, du hast nichts gesehen. Wie viele sind da unten im Raum? Ich zähle mal kurz. 1, 2, 3. Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, es sind 10. Ich glaube, es sind 10 Leute. Was zur Hölle? 10 Leute. Wie soll ich die alle ausschalten? Ich glaube, ich muss ja wirklich schießen. Kann irgendwas das sein? Was geht hier vor? Aufpassen! Oh mein Gott. Wenn ich hier ungesehen vorbeikomme, dann feiere ich mich aber ziemlich ab. Ich speichere nochmal. Ich will jetzt erstmal versuchen zu schaffen. Und dann gucke ich erstmal.
Wenn ich den umhauen könnte, dass es keiner sieht und den hier reinziehe, dann wäre das schon saugeil erstmal. Das habe ich gesehen. Okay, das war jetzt nicht so gut. Probieren wir nochmal. Aber ich wette, man kann hier ungesehen vorbeigehen. Würde ich schon fast wetten. So, nochmal speichern. Warum auch immer. So, da kommt der jetzt. Dreh dich um. Oh Mann, dreh dich um, Mann. Ohne Scheiß, ich will dich jetzt... Das war knapp. Okay, okay, okay. Ah, der Typ kommt, scheiße. Ey, die sind überall, die Deppen. Fuck, ich will hier nicht kämpfen. Ohne Mist. Scheiße. Okay. Der Typ dreht sich weg. Und die kommen. Jetzt. Das ist ein PDA. Schade. Hätte ja was werden können. Nein, natürlich nicht. Scheiße. Oh Mann. Ich heiße nicht umsonst Level 4, oder? War ja klar, dass auch in Deus Ex irgendwann mal ein Granatenfeld kommen müsste. Und hier ist er. Oh Mann, ist das dämlich. Oh! Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Egal, ich halte mal an diesem Versuch fest. Also. Und fang. Aber ich will das eigentlich ungesehen machen. Wenn mich keiner sehen kann, wenn ich das tue, ist das super. Da sind sie zwar alarmiert, aber sind mir nicht feindlich gesinnt, weil sie mich nicht sehen. So in der Art. Falls ihr versteht, was ich meine. Jetzt nochmal. Keiner gesehen? Scheiße. Ja, doch, feindselig. Okay, okay. Lass mal das sein. Mann, ich will da ungesehen dran vorbeikommen. Ich will jetzt keine töten oder betäuben. Ich hab eine Idee, tatsächlich, wie es lustig werden könnte. Das war ein Treffer. Was? Och Mann, wie gesagt. Ach, Mann! Das war jetzt aber. Mann! 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 Okay. Kommt doch einer, oder? Genau. Die sind aber heute empfindlich, die Leute. Scheiße. Oh Mann! Oh Mann! Komm. Geht noch einer in die Ecke, das weiß ich doch. Oder halt auch nicht. Ey, wieso wissen die, wo ich direkt bin? Lass mich raten. Rattam. Ja. Oh. Nicht gut. Sag mal! Auf zu röcheln! Okay, ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, außer wirklich halt mal zu töten. Weil ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt ewig zu warten. Das ist ein Let's Play. Und ich will auch noch nicht warten lassen. Jetzt wird halt rumgemordet. Das ist jetzt nicht mehr mein Problem. Okay, Leute. Tut mir leid. Normalerweise tue ich das nicht, aber ihr wisst.
Was zur Hölle? Was war das denn? Egal, so der muss sterben jetzt erstmal. Wo sind sie? Was war das denn? Das war ein Schuss mitten in den Kopf. Und kein Treffer? So, jetzt sind sie alle da auf da unten gestellt worden. Jetzt könnte ich, ja? War das schlecht. Oh Mann, du gehst rein? Wie denn? Könnt ihr euch nicht ducken? Wo kommt der jetzt her? Ja, jetzt halt. Ich bin jetzt halt im Töten. Och. Dachte, ich wäre schon direkt am Ziel, aber der Typ hat hier nichts getroffen. Sam, oh, nicht gut. Oh, nicht gut. So, sie sollte wieder oben beschäftigt und nicht unten. Ach komm. Scheiße. Sind die Leute wieder unten beschäftigt? Kann ich hier wieder hoch? Scheiße. Da vorne ist doch jemand noch. Sehe ich doch noch auf der Karte. So. Da ist er. Ich hab hier eine Leiche. Fällt dir mal früher auf. Du solltest auch nicht stehen bleiben, weißt du? So, das ist natürlich jetzt blöd, wenn ich weg und komme. Ja, ich hätte auch ein bisschen Munition, das passt noch. Scheiße, der ist wieder die Hütte. Kacke! Ich muss hier raus. Ja, kacke. Na gut, ich hätte mal zwischendurch speichern sollen, glaube ich. Habe ich eigentlich noch Tötungsgranaten? Die wären jetzt mal, glaube ich, ganz nützlich. Ja, hab ich. Nee, Schockgranate. Fuck. Ich habe tatsächlich keine Tötungsgranaten, bis auf die Gasgranaten, aber die töten ja nicht, die schläfern nur ein. Und da kann man die Leute wieder aufwecken. Und das ist dämlich. Ja, ich muss weiter im Tötungsmodus bleiben. So. Alles klar. Dann fangen wir also an mit den Typen, die am tödlichsten sind. So, Leute wieder unten beschäftigt. Ach man, ich finde doof, dass ich jetzt töten muss. Aber gut, ich kann mir nicht alles aussuchen. Alter, nein, komm. Was war das für ein Schuss? Egal, der Typ kommt wahrscheinlich hier hoch. Was? Na toll. Wieder runter. Verstanden! Was war das denn eben für ein Schuss? Kann man es auch machen.
Ey Mann, da kriegt man sicherlich noch ohne gesehen, da vorbeizukommen. Ich speichere das erstmal so, Leute. Also, ich speichere das so. Wieso kann ich nicht speichern? Das gefällt mir nicht. Moment. Ich speichere das erstmal so. Und ich will es jetzt... privat schaffen. Das heißt, ich werde jetzt den Party unterbrechen. Und will das jetzt privat ungesehen schaffen. Also Leute, wir sehen uns. Leute, ich bin manchmal auch dämlich. Wofür kann ich mich denn unsichtbar machen? Aber das nehme ich noch mit. Vielleicht hätte ich das doch nicht tun sollen. Scheiße. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also nochmal. Und diesmal mit Energy-Riegel. Nummer 9. Und raus hier. Danke. So, ich habe noch genug. Ich habe nur was gehört, aber konnte nichts sehen. Passt. Alles klar. Hat niemand getötet und keiner hat's gemerkt. Jensen, ich komme und hol Sie ab. Sind Sie in der Nähe des Hangars? Ich bin auf dem Weg dahin. Okay, dann machen Sie diese Türen auf. Sonst gibt's nämlich keinen Rettungsversuch. So. Geil. Hat sich doch irgendwie gelohnt. Schlitzohr 52. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dafür belohnt wurde, dass ich einfach die Leute umgangen habe, die mich nicht gesehen haben. Ist mir gerade aber auch etwas egal. Ich hätte alle töten können. Ich glaube, das wäre doch am Ende ein bisschen besser für die Erfahrungspunkte gewesen, aber ist mir jetzt tatsächlich gerade ziemlich egal. So, hier gibt es eine Zeitung. Wahrscheinlich ist die schon bekannt. Ja, ist sie. Und was haben wir hier? Ich muss mich nicht reinhacken, kann die auch so rein. Das sieht mir fast nach einem Bossraum aus, oder? Alter! Alles klar. Acht. Da sind die MP-Granaten. So, einer ist im Arsch. Das speichere ich so. Das ist der nächste. Und? Punkte? Es gab keine. Aber nochmal. Scheiße, viel zu kurz. Jetzt aber. Jawohl, Treffer. Sehr gut. Hui. Alles klar. Sehr cool. Ich mag das. Sicherheitssysteme deaktiviert. Hangartüren entriegelt. Ich gucke mir erstmal wieder ein bisschen um. Wahrscheinlich hätte ich da wieder lautlos umgehen können, aber in dem Fall habe ich jetzt mal die brutale Tour gemacht. Beziehungsweise ich habe ja Granaten, die muss ich ja irgendwann nochmal einsetzen. So. Aber ich gucke mich erstmal wieder was um. Vielleicht finde ich hier was Feines. Ich hoffe, dass die Aufnahme gerade läuft. Haha. So, da muss ich hin. Aber wenn ich straight hier hingehen würde, müsste hier bestimmt was sein, oder? Ja, hier ist jetzt der Raketenwerfer. Hier gibt es auch Raketen. Irgendwie riecht es ja alles nach einem Bossfight. Ist da unten was? Sicherheitssysteme deaktiviert. Hangartüren entriegelt. Also da war zumindest was. Da ist auch noch was. Das sieht aber aus wie Munition. Ja, ist es auch. Da ist auch nichts mehr. Okay, dann gehe ich jetzt. Sicherheitssysteme deaktiviert. Ja, ich hab's gehört. Hangartüren entriegelt. Ich hab's gehört. Ey, wie weit man werfen kann, wenn man augmentiert ist. Ich glaube, ich will doch augmentiert sein. So. Sicherheitssysteme deaktiviert. Boah, Mädchen. Hangartüren entriegelt. Geh mir nicht auf die Eier. So, ich gucke mich noch weiterhin um.
Das ist natürlich gerade ein bisschen dämlich für euch. Genau, in der Zeit kann ich aber noch was erzählen. Denn jetzt ist hier eine Granate da. Okay. Typhoon-Munition brauche ich auch nicht. Sorry, ich gucke gerade noch ein bisschen und dann erzähle ich. So, von diesem Typen... Noch mehr? Ne, Sturmgewehr, okay. So, jetzt aber. Ich wollte ja euch noch von der Pokerrunde erzählen von gestern Abend. So. War eigentlich ein schöner Abend, habe ich mir gedacht, ne? 14 Leute, die pokern, alle mit Einsatz. Man gewinnt dann halt so 45 Euro, wenn man halt gewinnt. Der zweite kriegt 15 Euro und dann der dritte kriegt halt 5 Euro. Oh, nee. Ach, nö. Okay. Und, habe ich mir gedacht, wird bestimmt wieder ein schöner Abend. So. Dann kam irgendwann der letzte Gast und ihr könnt mal raten, was das für einer war. Nun ja, ich werde es mal so erklären. Jetzt, ich habe nichts gegen alternatives Aussehen, ja? Ich hätte selber mal, als ich 18 war, grüne Haare gehabt. Und fand das sehr, sehr cool. So, ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Und hier jetzt auch. Gut. Fuck. Na gut, egal. Komm, schmeißen und werfen. Also ich habe nichts gegen alternatives Aussehen. So, aber trotzdem, er kam mit roten Haaren, das ist ehrlich gesagt nicht schlimm. Sicherheitssysteme deaktiviert. Einer roten Hose und einer roten Krawatte an, auf einem schwarzen Hemd. So, das könnt ihr euch schon mal so vorstellen. Ansonsten sah er relativ seriös aus. Psychoblick hat er trotzdem gehabt, aber das ist eine andere Sache. So, und dann setzte er sich zu uns, bevor er sich zu uns gesetzt hat, hat er erstmal seine Sachen ausgebreitet. Okay, da passiert gleich was. Natürlich, wenn ich das drücke. Moment, ich muss mal kurz was gucken. Ich erzähle gleich weiter. Ich kann so rein, okay. Ach, scheiße. Da klingelt gerade was und so alles. Ist gerade nämlich. Ich lese es erstmal vor und dann erzähle ich gleich weiter. So, Madame Saos Reiseplan. Kein, hier ist Madame Saos Reiseplan für den Rest der Woche. Bitte sorgen Sie dafür, dass immer genügend Champagner vorhanden ist und diese Bonbons aus Brüssel, die sie so gerne isst. Lilly. Ja. Das da unten ist, glaube ich, jetzt nicht wirklich interessant. Okay. Ja, gut. Ach, wisst ihr. Ich lasse diese Story dann doch, weil sie dann gerade doch so ein bisschen zu viel Zeit klaut, wenn ich hier was tue. Eben hat es gepasst, aber jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, dieser Typ hat mir den ganzen Abend verdorben, ist ein riesen Arschloch gewesen, hat alle Leute beleidigt. Hatte kein Interesse an Poker gehabt, obwohl er am Pokerabend teilnimmt. Konnte kein richtiges Poker. Und, ich gehe erstmal hinten noch hin. Konnte kein einziges Poker, konnte nicht mal Poker spielen. Und, boah, ich werde langsam sickig auf dieses Hangertür deaktiviert, ich weiß es doch. Also er hatte kein Interesse, richtig ordentlich zu spielen. Er hat einfach gesagt, hier sind meine Chips, macht ihr mal für mich, ja? Und guck mal hier, was ist? Nö. Da hinten ist gelandet. Aber wahrscheinlich wird der gleich gelandet, oder? Wahrscheinlich kommt der gar nicht... Oh, da muss ich mir gerade Spaß erlauben. Sicherheitssysteme deaktiviert. So, ich komme gerade nicht zum Punkt, oder? Also der Typ hatte kein Interesse am Spiel, habe ich schon tausendmal jetzt gesagt. Aber, Sicherheitssysteme deaktiviert. Hangartüren entriegelt. So. Wahrscheinlich lande ich hier gleich wirklich malig. Und das will ich sehen, wie die hier drauf landet. Müsste eigentlich schon reichen. Sicherheitssysteme deaktiviert. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Ordentlich. Ja, es geht. Oder ja, es müsste gehen. So, jetzt kann ich hier springen. Und alles klar. Gut. So, und dann saß er da, hat erstmal alles aufgebaut. Ich erzähle euch erstmal die Bissen, was für ein Typen. Und mich gerade mit erleiden. Er hat sich einen runden Teller Scampis aufgebaut mit Soße, womit er dann schon die halben Karten verklebt hat. Also die Spielkarten, ne? Und hat er noch gehabt.
Er hatte 3 Zwiebeln in so einem kleinen Schälchen mitgenommen, die er nicht mehr angerührt hat. Dann hat er sich mehrere Zigarren angezündet, was ich jetzt eigentlich nicht schlimm finde, aber es passt einfach zum Gesamtbild. Hat er noch Eis dabei gehabt? Ja, auf jeden Fall, das Ganze wurde abgerundet, dass er eine Luftpistolen-Nachbildung einer Beretta mitgenommen hat. Und meinte, voll cool, damit puste ich zu Hause die Kerzen aus. Super. Das hat er bestimmt 3-mal erzählt, fand es immer noch lustig. Wir fanden es nicht mehr lustig, nachdem wir gemerkt haben, dass der Typ ein totales Arschloch ist. Und man dem Typ nicht spielen konnte. So, Hirnimplantate, Kommentare, Hugh Darrow bei einer Podiumsdiskussion der Internationalen Neurowissenschaftlerkonferenz 2009. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Neurostimulationstechnologie uns eines Tages nicht nur in die Lage versetzen wird, Patienten mit neuralen Funktionsstörungen zu helfen, sondern auch die Wahrnehmung gesunder Individuen zu optimieren. Dieser Mechanismus, ein subkutan implantierten Pulsgenerator in einem Titan- und G-Schleifen-ummantelten Gehäuse angeschlossenes Netzwerk aus Platin-Iridium-Elektroden, wurde bisher zur Unterdrückung der Symptome der Parkinson-Krankheit bei Dystonie sowie anderen neurologischen Erkrankungen eingesetzt. Dabei werden im Falle eines essentiellen, nicht ursächlich durch Parkinson bedingten Tremors die Elektroden in den Thalamus ventralis bzw. den Thalamus implantiert, während die implantiert, während sie zur Behandlung von Dystonie und Parkinson-bedingten Symptomen wie Muskelstarre, Hypokinese oder Akinese, Tremor und ähnlichem, üblicherweise abhängig vom Zustand des Patienten, in den Globus pallidus oder den Nucleus subthalamicus, oh mein Gott, eingesetzt werden. Wir arbeiten bereits an der Entwicklung der nächsten Generation dieser Apparate, um zu drahtlosen Dosierungsprotokollen in der Lage sind und ferngesteuert angesetzt werden können. Der nächste Schritt, die Implantierung in ein gesundes Individuum und damit das Überschreiten der Grenze von der rein therapeutischen Anwendung zum modifizierten Einsatz ist dabei einzig und allein die Frage des Willens. Boah, das war ein Text, Leute, oder? Meine Güte. Den hätte man auch ein bisschen netter schreiben können. So. Speichern und rein hier. Müsste ich aber eigentlich packen, ist Sicherheitsstufe 2. Sicherheitssysteme deaktiviert. Hangartüren entriegelt. Ist aber ziemlich groß. Das macht die Sache wieder ein bisschen komplizierter, obwohl. Nee, eigentlich nicht. So. Was? Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Verlassen. Sicherheitssysteme deaktiviert. Hacken. Rauszoomen, danke. So, hier bitte entlang. So. Dann hole ich mir den Spam und dann mache ich alles dicht. Dann müsste es locker reichen. Sehr schön. Jetzt mache ich alles dicht, alles dicht, alles dicht, alles dicht, alles dicht. So, Freigabe, Transfer, hier rein. Jetzt habe ich fast eine Minute Zeit. Ach, locker, Leute. Locker, flocker, vom Hocker, Socker, Bocker. Was zur Hölle rede ich da wieder? Egal. Spam-Ordner wiederholen. Dann hier rein. Hier kann ich leider nicht mehr attackieren. Aber es reicht alles vollkommen aus, um Zugriff gewährt. Den Zugriff zu gewähren. So. Oh, die Kameras sind schon aus. Oh, ich mach sie wieder an. Nein, Quatsch. Aus. Wo ist das Telefon? Mann! Wo ist das Telefon? Egal, ich gehe sowieso nicht ran. Weil ich bin böse. Ja, ich bin böse. Okay. Die Tür mache ich noch auf und dann werde ich auch den Part beenden, Leute. Ja, das werde ich. So, bin ich mal gespannt. Ach, die Dinger sind weg. Auf einmal weg. Futsch, Picato. So. Und wenn ich hier rangehe, kommt wahrscheinlich eine Cutscene. Boah.
Also werde ich jetzt hier beenden und dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Tschüss.